So, meine Lieben, willkommen zurück hier zu Outlast, dem Part 8. Ja, letztens sind wir hier stehen geblieben, da war leider die Zeit zu Ende. Ja, heute versuchen wir hier aus diesem Verlies rauszukommen, hier mit unseren Freunden, die ein wenig nervös sind, weil wir hier sind. Oi. Ja, versuchen wir jetzt hier irgendwie rauszukommen. Setzen wir mal unsere wunderschöne Nachtsichtbrille auf, Nachtsichtgerät, und versuchen uns mal hier einen Weg aus der Hölle zu bahnen. Ja, hier ist die wunderschöne Toilette wieder, die uns nichts bringt. Hier sind wir reingekommen. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Und da hoch! Ja, und das passt sogar. Ja. Die sind alle ein bisschen fertig mit den Nerven, aber das kann ich verstehen. Nein! Nein! Ja, vielen Dank, dass du mir gerade das Leben gerettet hast. Außergewöhnlicher Mann. Ja, gehen wir weiter, halten wir uns nicht lange auf hier. Ich hoffe mal... Er tut uns nichts, Gott sei Dank. Das hätte mir jetzt noch gefehlt hier. So, Freunde. Upsa! Ja, schauen wir gleich mal hier rein. Das sieht so einladend aus. Ja, hier hat wahrscheinlich jemand mit dem Blut gespielt. Nehmen wir noch die Akte mit, die uns irgendwann wichtig erscheint. Ja, ziemlich dunkel. Gehen wir weiter hier durch den Part, weiter höher. Ja, wir müssen jetzt irgendwas finden hier, einen Ausgang. Nein, 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 nein. Hallo, wer meine ich so unpersönlich? Sag mal, geht's dir noch gut oder wie? Ja, er hat uns leicht verletzt. Dann wir mal die kurz... Nein! Nein! Ah! Blute! Mein Gott, sind die ja alle... anhänglich. Tja, der hat etwas Angst vor uns in der Dunkelheit. Aber wo ist hier irgendwas? Ja, gehen wir mal durch die Tür. Zum Beispiel hier durch. Ja. Zumindest war hier was los. Zum Beispiel eine Party. Ja, ziemlich dunkel wird alles hier. Das macht mich leicht nervös. Werden wir mal durch dieses Loch kriechen. Zum Beispiel hier unten lang. Mal sehen, was uns hier unten erwartet. Okay. Aha. Finde den Weg in die Kanalisation. Ich glaube, das ist doch die Kanalisation, oder nicht? Ja, was wird uns hier... Ja, wartet uns wieder ein Toter. Ja, könnten wir vielleicht durchkriechen? Ja. Das kann man. Ja, Freunde, wie ihr schon mitgekriegt habt, ist The Forest langsam angelaufen bei mir. Ja, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, dann könnt ihr mir erst dazukommen lassen. Und ich werde sehen, wie es bei euch ankommt. Und jetzt werden wir erstmal hier weiter bei
The Forest wollte ich schon sagen. The Outlast, das Horror-Survival-Game. Weiter survivalen. Hier in der Kanalisation. Ja, wie man sieht, ist schon wieder meine Batterie alle. Hier scheint ein Durchgang zu sein. Ja, ist so. Ja, haben die Butterbrote gestern nicht so gut getan. Neues Ziel. Drehe zwei Ventile auf. Drehe zwei Ventile auf. Nein! Oh, 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 oh. Ja. Nein! Oh, scheiß Butterbrot! Ja, zumindest wissen wir, dass hier noch einer ist, der uns unsere Butterbrote nehmen will. Aber ich ihn zurzeit gerade nicht sehe. Können wir vielleicht hier runter? Nein, da steht alles unter Wasser. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe nicht. Tja, ich glaube mal, ihr seht ihn schon. Nehme ich mal an. Ja, das sieht doch wie ein Ventil aus. Ja, Freunde, werden wir uns mal verstecken, wie wir es auch immer wieder tun müssen hier. Weil ich glaube, wir kriegen gleich Besuch von unseren Mettwurstklauer. Was ich stark annehmen werde. Oder wie habe ich schon im letzten Part gesagt, von unseren Orks. Ja, wie auch immer ist er wieder da. Und ich hoffe mal nicht, dass er uns jetzt ankragen will. Dann mal schön leise machen hier. Nein, 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 nein! Nein! Nein, 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 nein. Tja, Freunde. Es ist schwer, es ist schwer, es ist grauenvoll. Es ist schlimm. Ja, müssen wir jetzt mal einfach gleich ganz sehen, dass wir hier ein bisschen schneller arbeiten. So dass er erst gar nicht auf den Gedanken kommt, uns hier das Herz rauszureißen. Wie manche Frau. Ja, viele Frauen werden sich jetzt wieder beschweren hier. Verstecke ich mich jetzt gerade hier? Ist das richtig? Ich glaube, das ist nicht richtig. Verstecken wir uns mal hier. Wir verstecken uns mal hier und nehmen die Batterien noch auf, die ich gerade hier so aus dem Augenwinkel gesehen habe. Freunde, ich weiß nicht, ob er uns hier sieht. Aber zumindest hat er uns im Nachtschrank gesehen. Zumindest ist es eine Falle, in den Schrank zu gehen. Es ist gut zu wissen für die nächsten Parts. Ja, ich hoffe mal, dass er nicht jetzt hier hinterkommt. Nein! Nein! Ja, keine Chance gegen Ork. Keine Chance, keine Chance, keine Chance. Ja. Und tschüss. Es ist zu Mäusemelken, es ist zu Mäusemelken, es ist zu Mäusemelken. Ja, zumindest haben wir keine Chance, wenn er uns erwischt, dass wir hier irgendwie heil aus der Sache rauskommen. Also müssen wir uns jetzt eine ganz andere Taktik überlegen, wie wir den an die Eier greifen. Ja. Aufdrehen. Warten. Batterien mitnehmen, ganz wichtig hier.
Und dann einfach abwarten, dass er sich hier in Luft auflöst am besten. Aber ich glaube mal nicht, dass die Entwickler so weit gedacht haben. Vielleicht erwischt uns ein kleiner Bug und wir haben Glück hier, wir können durchrennen. Oh, ja. So, dann immer erstmal ein Schluck Bierchen. Für die Nerven. Ja, unser Ork macht sich schon wieder hier kampfbereit. Wir müssen uns hier verstecken. Wir warten mal jetzt noch ein kleines bisschen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass er uns hier... dass der gar nicht so blöd ist, wie er aussieht. Ja, verstecken wir uns mal hinter der Türe. Wie früher, vor 19 Jahren, habe ich das bei meinen Eltern auch gemacht. Es hat geholfen, also könnte es heute auch helfen. Das ist jetzt die Frage, wie kommen wir jetzt hier raus, ohne dass er uns gleich wieder sämtliche Gedärme rausdrückt. Ja, gut, diese Taste wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drücken, aber zumindest haben wir erstmal die Türe zugemacht. Shit. Ja, wir sind mal so freundlich und machen ihnen die Türe wieder auf. Freunde. Es ist nicht so einfach. Ich bin jetzt mal ein wenig ruhiger. Ich bin angespannt wie ein Butterbrot. Ich weiß nicht, wo er ist. Nein! Nein! Genau in die Pfeile in der Hände gerannt. Nein, 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 nein. Ja, und nun können wir nicht mehr weg. Jetzt wird er uns wahrscheinlich zum dritten Mal das Herz brechen. Er ist einfach zu blöd, in die Ecke zu gucken. Ja, das ist einfach spannend hier. Wir sind schon wieder bei 13 Minuten. Ja, ich hoffe echt, dass wir in den nächsten Part dann das letzte Ventil finden werden. Wir müssen jetzt mal bestimmt noch mal hier raus. Ja, ich verstecke mich mal ganz klein hier wie eine kleine Butterblume. Ja, ich sehe ihn hier vorne laufen. Kreuz wie eine Schrankwand. Formlich gebaut. Ja, Freunde, ich glaube nicht, dass wir das noch in diesem Part lösen werden. Ja, ich werde erstmal noch schnell Batterien wechseln. Laufen jetzt mal ganz langsam und selig hier dran vorbei. Ja, wo wieder mal nichts ist. Perfekt. Nein! Nein, 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 nein! Liebe Freunde, diesmal werden wir es in diesem Port nicht mehr schaffen. Hier irgendwas zu schaffen. Und damit verabschiede ich mich erstmal in den nächsten Part hier von Outlast. Ja, wenn wir dann sagen, wir bestreiten hier Hulk oder Orks. Bis zum nächsten Mal.